Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Ich muss so lachen, Leute. Es ist die Glossy Box für Oktober. Ja. Ja, wir haben November, das ist richtig. Und ich habe die auch erst vor 2 Tagen bekommen. Ja. Top Glossy Box. Sie kam dann doch noch an. Ich meine, man muss sich auch mal über die kleinen Dinge im Leben freuen. Die Box kam an. Belassen wir es dabei. Ich kann da nicht mehr ernst bleiben, Leute. Ja, aber Geld immer schön abbuchen direkt, ne? Direkt am 1. 0:01. Egal, also hier ist die Box. Ich habe die lila Variante, die gibt es auch noch in grün. Mir wäre es egal gewesen. Ich bin damit mit der Verpackung erstmal zufrieden. Ja, so sieht's aus. Gefällt mir auch schon mal. Man kann es nur noch mit Humor nehmen, sonst regt man sich nur noch auf. Ich werde das hier abscannen, den QR-Code, und dann schauen wir mal. Okay, okay, bis hier die ganze Werbung. Erstes Produkt, da freue ich mich drüber. Das finde ich schön. Das ist ein Duschschaum, oder? Ja, ein Duschschaum von Rituals. Love, The Ritual of Kindness. Das kannte ich jetzt noch gar nicht und es gibt anscheinend noch ein anderes. The Ritual of Happiness. Aber ist das dann Buddha? Und das hier ist, wie heißt das, das Rote? Wer ist das Rote denn jetzt? Weiß gerade gar nicht mehr. Ich hänge. Nicht nur gerade. Ja, das Rote. Weiß nicht mehr. Ja, mit Wildrose und Jasmin. Das finde ich gut. Riecht gut. Freue ich mich drüber. Das ist jetzt erstmal gut. Ein gutes Produkt. 9,50 Euro, 200 Milliliter. Dann das nächste Produkt im Heft ist auch das, was ich hier drin habe. Und zwar ist das ein Produkt von Mitchell & Peach. Ein Gesichtsöl. Ich persönlich stehe ja jetzt nicht so auf Gesichtsöl und ich hatte das auch, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal irgendwann drin. Aber gut, es gibt ja immer wieder neue Abonnenten. Ja, von daher ist dann auch okay, wenn das dann nochmal drin ist irgendwie. Das ist so ein kleines Fläschchen in einer Plastikverpackung. Da sind drin 10 Milliliter und 20 Milliliter kosten 47,45 Euro. Radiance Face Oil mit Haselnussöl. Okay, ja. Ist jetzt nicht so meins. Nächstes Produkt ist das hier. Ein Produkt von Kryolan. Face Liner. Make-up is a science. Ja, trifft sich gut, weil was ist denn ein Face Liner? Gesichtsstift. Egal für wo oder was. Ich meine, klar, es ist generell eh immer egal für wo. Man kann sich alles überall hinschmieren, wenn es einem gefällt. Aber so ein bisschen eine Angabe wäre schon nicht schlecht. So sieht das Ganze aus. Mir gefällt es jetzt erstmal ganz gut. Ich mag das, das ist so ein bisschen satiniert. Made in Germany. Color Code 50. Okay. Es ist dunkelblau. Ich habe das jetzt einmal hier, dass ihr das sehen könnt. Face Liner. Was ist das hier? Fürs Gesicht zu schminken oder was?
Ja, Halloween ist vorbei. Na, es kann jetzt halt auch ein bisschen spät, Glossybox. Aber wo soll ich denn? Also, ich könnte mir das vorstellen, hier unten natürlich hinzumachen oder hier auf die Wasserlinie. Aber dann hätte die Bezeichnung Kajal, hätte es dann auch gemacht. Aber ein Faceliner? Weiß ich nicht. Es hätte noch andere Farben gegeben. Ich sag jetzt mal einfach, dass mir eine andere Farbe besser gefallen hätte. Aber welche? Jetzt irgendwie keine davon, die hier abgebildet ist. Ja, da gibt es noch so ein Rot. Das wäre vielleicht was gewesen. Dann könnte man das noch als Lip Liner verwenden. Aber dann könnte man das auch nur als Lip Liner verwenden. Weiß ich nicht. Ist mir zu viel. Weiß ich nicht. 9,80 Euro, ich weiß nicht. Ich sag jetzt mal einfach nein. Dann hätte noch drin sein können, das habe ich nicht, von The Body Shop ein reinigendes Konzentrat. Ja, nicht schlecht. 15 Euro. Dann eine Sleeping Cream von Lavera. 11,99 Euro. Hätte mir gut gefallen. Besser als das Ding hier. Ja. Dann, das habe ich drin, TBC Bushy Brow Gel. Bushy wahrscheinlich, nein, Bushy, keine Ahnung. Auf jeden Fall, um buschige Augenbrauen zu machen, das ist das hier. Ja, ist ganz niedlich. Augenbrauen-Mascara. Ja, ist okay. Habe ich jetzt noch genug da, aber ich denke, wem geht es nicht so, wer jetzt Boxen abonniert hat. Und so ein bisschen hier ein bisschen beauty-mäßig unterwegs ist, der wird das schon drin haben. Generell ist es nicht schlecht. Kostet 15 Euro. Ich werde es erstmal behalten. Genau, ich habe nämlich auch ein paar Stück aussortiert. Dann kann ich ja jetzt wieder anfangen mit Sammeln. Ne? Genau. Dann hätte noch drin sein können von Garnier, ein festes Shampoo, das wäre jetzt nichts für mich gewesen. Bin ich froh, dass ich es nicht habe. Dann habe ich was, das finde ich gut. Ist zwar jetzt nur von Balea, aber finde ich interessant. Das ist eine 7-Tage-Wellnesskur mit Ampullen, Beauty-Woche, ausgleichend und verwöhnend für eine strahlend frische Haut. Finde ich generell gut. Ich verwende ja gerne Ampullen, habe da ja auch schon öfter ein paar Videos drüber gemacht. Verwenden Sie am 1., 2. und 7. Tag eine Feuchtigkeitsampulle und am 3. und 4. Tag eine Anti-Stress-Ampulle sowie am 5. und 6. Tag eine frische Ampulle. Ich werde das mal ausprobieren. Wenn ihr wollt, kann ich euch das in der kurzen Review dann auch mal berichten. Ja, sagt es mir gerne, ob ihr dazu irgendwie eine Review wollt oder dass ich mich immer kurz filme, wenn ich die verschiedenen Ampullen austeste und dann im Gesamten dann nachher noch eine Review dazu abgebe. Das wird dann so ein bisschen kürzeres, informatives Video, aber könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ganz interessant ist. Aber es ist kein teures Produkt, es kostet 2,95 Euro. Das heißt, man bräuchte jetzt nicht unbedingt eine ausführliche Review dazu, um zu wissen, ob man sich das jetzt mal gönnen soll oder nicht. Weil 3 Euro ist jetzt nicht die Welt. Das heißt, wenn es einem jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, ist das jetzt auch kein Weltuntergang. Ja, das war's jetzt. Es hätte noch ein Augenbrauengel von Luna Beauty drin sein können für 12,70 Euro. Und ich glaube, das war's. Alles in allem fand ich die Box jetzt nicht so mega geil, sage ich jetzt ganz ehrlich. Je nachdem, was einem halt gefällt, was man so für einen Geschmack hat oder was man für Produkte halt einfach verwendet. Es ist halt individuell. Ich kann jetzt ja nur von mir sprechen. Ich fand es jetzt nicht so der Reißer. Eigentlich fand ich jetzt tatsächlich wirklich nur gut diese beiden Produkte. Das ist ein Produkt für 9,50 Euro und ein Produkt für 3 Euro. Die Box kostet 15 Euro, da kostet die inzwischen 16 Euro. Ich bin nicht informiert gerade, weil ich so ein Dreier-Abo habe. Ja, deswegen so richtig gelohnt hat sich's für mich diesen Monat nicht.
Und dann auch noch im Hinblick auf diese krasse Verspätung mal wieder bin ich jetzt nicht ganz so begeistert von der Box. Das hier ist für mich tatsächlich das unnötigste Produkt in der Box. Ich meine, über Gesichtsöl kann man sich noch streiten. Das ist halt jeder, wie er es mag. Augenbrauengel finde ich auch nicht schlecht. Hätte ich persönlich halt nicht gebraucht. Aber bitte, was ist das? Kryolan, come on. Was ist das? Ich meine, Fasching ist auch bald wieder, aber weiß ich nicht. Ich sag's halt, wie es ist. Ich sag's halt einfach, ne? Geschmäcker sind verschieden und meiner ist ganz anders. Das war's mit dem Video. Die Box kam an. Fertig. Das ist das Statement des Videos. Sie waren stets bemüht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.